Potsdam bietet mit seiner Einbettung in eine einzigartige europäische Wissenschaftslandschaft alle Voraussetzungen, die sie brauchen, um jüdische Studien in ihrer ganzen Breite zu studieren. Wir haben ein internationales studentisches Publikum, wir haben einen schönen Campus mit einem einzigartigen Flair und wir haben natürlich Kollegen, die herausragend sind für diese Wissenschaft. Das Besondere ist, dass es ein nicht so großer Studiengang ist, dass wir viele individuelle Bedürfnisse der Studierenden aufnehmen. Das ist ein sehr enges Verhältnis oder ja, vertrautes Verhältnis zwischen Dozentinnen und Studierenden gibt. Und dass die unmittelbare Nähe zu Berlin sehr viele Möglichkeiten offen lässt, um Projekte zu erarbeiten. Jetzt zum Beispiel hatten wir Projekte mit Friedhöfen. Dann natürlich auch hier im Jüdischen Museum haben wir wirklich die Möglichkeit, an die Sachen ranzugehen, uns wirklich Sachen anzusehen. Und das Besondere an den jüdischen Studien in Potsdam ist wirklich die Vielfalt, die einem hier geboten wird. Von Sprache, Literatur, über Geschichte bis hin zu Philosophie und Religion. In dieser Vielfalt und auch in dieser Aufgeschlossenheit der jüdischen Kultur gegenüber ist das meiner Meinung nach einzigartig in Deutschland. Das ist ein Studium, das in 4 Semestern abläuft und sie behandeln das Judentum in seiner ganzen kulturellen Breite. Also sie sind nicht konzentriert auf Religion, sondern Judentum wird definiert als eine Kultur, die kulturwissenschaftlich erforscht wird, und dazu gehören 3 Säulen im Wesentlichen. Geschichte, Kultur und Philosophie, plus noch die Sprachen, Hebräisch, Jiddisch, Aramäisch. Der Master jüdische Studien in Potsdam ist so toll, weil man so viele Sachen kombinieren kann. Man kann jüdische Studien mit Germanistik kombinieren, mit Geschichte, mit Slawistik, mit osteuropäischen Studien. Und ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf dem Bereich der Musik des 19. und 20. Jahrhunderts. Wichtige Betätigungsfelder für unsere Absolventen sind traditionell die Museumspädagogik und die Bildungsarbeit. So können sie zum Beispiel in Museen, Archiven, Gedenkstätten bzw. in internationalen und interreligiösen Begegnungsstätten arbeiten. Es gibt Studierende, die sich danach ihre ganz eigenen Berufsfelder kreiert haben, aus dem Bereich Pädagogik, aber auch dem Bereich mit wissenschaftlichen Methoden. Da ich schon im Vorstudium auch erziehungswissenschaftlich tätig war in Verbindung mit Religionswissenschaften, jüdische Studien, habe ich wirklich auch vor, eben im Bereich der kulturellen Bildungswissenschaften etwas zu tun. Neben den formalen Voraussetzungen für ein Masterstudium gehen wir davon aus, dass Sie sich für die jüdische Kulturgeschichte und für die vielfältigen jüdischen Kulturen auch in Gegenwart interessieren. Musik.